Hallo. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play. Ich hoffe, mein Mikrofon ist an. Skyrim Legendary Edition. Inneren. Die Leistung ist irgendwie immer noch im Eimer. Ich werde nie verstehen, wie sich das lösen wird. Und die Geschichte letztes Mal, die wir vorgelesen hatten. Ich musste wirklich in der Zeit zwischen den Folgen ein bisschen darüber nachdenken, weil die ist echt irgendwie gut gewesen. Jetzt fliegt hier mein Thermometer an meinem Mauskabel rum. Genau, wir wollen die Schlechter von Ark lesen. Da würde ich gerade gerne wissen, ob das auf der Karte markiert ist. Ich vermute mich nicht. Nee. Die große Frage ist, wir werden sie wahrscheinlich niemals, denke ich mal, alle finden, habe ich das Gefühl. Also zumindest würde mir das ziemlich unwahrscheinlich vorkommen. 10 Bücher in dieser Welt finden, aber, wenn, dann werden sie vorgelesen. So. Wir bauen das mal ab. Ich muss doch mal kurz den Stift wieder raushauen auch. Wir sind bei 595. Ja. Es geht fast auf die 600 jetzt bald zu, ne? 5 Folgen noch. Das ist nicht mehr viel. Und dann auch nochmal 1000. Ich weiß gar nicht, was zurzeit der Rekord liegt. Mit Nefari ist es ja, glaube ich, nicht mehr der Rekordhalter. Ist meine oder glaube ich? Ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher. Was sind das denn für Steine? Für Findlinge? Diese brennender Kerzen. Ein Altar der... Altar verlorenen Kreis. Wow! Ein Skelett! Fleischloser Verbrecher, ja. Ich bleibe unbesiegt! Also. Alter. Was denn? Ja. Beil, ja, Knochen mehr, okay. Gut. Was haben wir da? Ein Zauberbuch, ein Lederschild, ein Lehrlingsbuch, parieren. Ein Trank. Nein. Wo ist denn der Bogenschütze? Dafür Bücher. Müssen Sie erstmal parieren, um 1 auf 17 erhöht, ja. Schriften ist es nicht. Bücher haben wir schon. Okay, gut. Das war nämlich auch die große Frage. Hä, wo? Aua, wo? Mein Gott, ich glaube, ich muss einen Trank trinken. Ja, verschwindet euer Arkanistenfieber, ich weiß. Ich will ja nicht sterben. Da sehe ich jetzt wenigstens jemanden auf dem Radar. Was ist das? Wo seid ihr? Alter. Kann es doch nicht sein. Wow, da ist ein zweiter. Alter. Was geht hier ab? Die Musik ist auch gerade passend. Man hört es nur kaum. Weil der Regen so extrem laut ist. Leute, du musst sterben, wenn du mich einmal triffst, dann bin ich tot. Herzschlag, aber hello, is it my Herzschlag you hearing of? Ja, das müsste aber erstmal reichen, oder?
Oh, eine Eispranke. Oh, blaue Malfasbier. Oh, hier, hier. Oh, Korundum jetzt. Oh! Jetzt ist aber hier mal satt am Werk hier. Kann dieser Regen wieder eigentlich mal aufhören? Regen, bitte verlasse uns. Aber der Kampf hat mich gerade immer noch gefordert. Oh, wir sind fast am Ziel. Wenn ich sehr glaube, dass das hier gefährlich wird, dann wird das, glaube ich, auch sehr gefährlich. Ein Tor, was ist da drin? Oh, doch, wertvolle Sachen. Ich hätte gedacht, die Sägen wären nicht so wertvoll. So, hier ein paar. Die Pilze sind anscheinend geerntet. Und die schimmernde Mine. Es ist echt nur der Ring, das ist laut. Ich glaube, in der Mine und im Kampf oder so ist es ja alles gar nicht so laut. Nämlich, obwohl eigentlich ist das. Ne, es kann alles nicht so schlimm sein wie der Ring in Fallout. New Vegas, ey, das war. Hallo. Das war echt schlimm. So müsstet ihr die Folgen von New Vegas echt sehen, ey. Obwohl, ich kann das Let's Play eh nur empfehlen. Das ist also. Nicht jetzt, um Werbung für mein Projekt zu machen, sondern einfach, weil dieses Spiel so endgeil ist. Ich kann auch allgemein alle, Fallout New Vegas Let's Plays empfehlen. Fallout. Die schönen alten Fallout-Teile, die neuen auch. Aber die schönen alten Fallout-Teile sind halt, also mittelalten, sage ich mal, sind halt alle so geil. Fallout 3 und New Vegas. Mm. Ich liebe die. Fallout New Vegas halt noch mehr als 3. Ich würde das ein zweites Mal, glaube ich, Let's Playen einfach. Kann ich mir auch vorstellen. Das, weil das halt einfach so ein so geiles Spiel ist. Und ich kann wirklich Let's Plays auch davon wirklich empfehlen. Hier der Going Quantum, der gute Going Quantum ein. Oder ja, Going Quantum. Ne, Going Quantum ist gar nicht. Ein Quantum Pro. So heißt der. Der hat das ja auch Let's Played. Grüße erstmal gehen hier an ein Quantum Pro raus. Fuck. Ich bleibe unbesiegt. Vielleicht werde ich dem Ganzen ja noch entrinnen. Ich glaube allerdings nicht. Okay. Er darf halt jetzt nicht hier rumkommen, dann ist alles gut. Die Musik hat perfekt abgeschlossen quasi. Okay, gehen wir doch mal wieder hier rein. Hier ist aber so hell, ich will gar nicht. Was müssen wir nochmal machen? Den Anführer beseitigen. Vielleicht geht das ja auch friedlich. Nein, das glaube ich nicht. Hi. Geil. Unbesiegt! Waffe wieder aufladen. Verzauberte Waffen verlieren ihre Ladung durch Anwendung. Ja. Das ist... Oh mein Gott! Ja. Alter. Nein. Wie geht so das denn? Ich bin nicht dafür ausgerüstet. Ne? Allgemein.
Alles, was dazu gehört. Bogen. Wer macht mehr Schaden? Der Langbogen. Oh. Hallo. Ha. Hallo? Sommer. Sommer. Trau dich, komm zu mir. Ob ich jetzt Leben generiere, wenn ich jetzt was esse? Eigentlich ist das sinnlos. Nee, ich lade wieder neu. Ich muss den eigentlich nur... Oh mein Gott! Das kann doch nicht sein. Wirklich. So. Jetzt aber. Vor allem, wieso hat er mich denn nicht angegriffen gerade? Hallo! 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 Sammer! Sammer! Hans Sammer! Was ist das denn? Tja. Ja, hau mal doch! Ja, also. Das ist aber nicht so. Ein toter Schürfe. Oh, es war ein gefährlicher Schnellspeicherpunkt. Alter, ich... Wenn er mich einmal... Dann bin ich tot, ja. Das Ding ist halt, ich habe kein Autoreck hier. Aber so wirklich gar keinen. Ja, mit dem. Und der regeneriert doch wie so einen. Ist das nicht ein kleiner, unfairer Kampf? Irgendwie? Ja, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Was habe ich denn für Magie, die ich nutzen kann? Panik. Nee. Flambis. Geisterwolf rufen. Geisterwolf rufen. Ist das irgendwie sinnvoll? Der wird dann angegriffen oder so? Ich probier's einfach mal aus in diesem Leben. Ich kenne das ja, dass Begleiter immer für diese Funktion des, ja, ich sag mal. So. Die Belohnung für die Beseitigung des Trolls entgegen. Dass Begleiter immer für die Funktion des Arsch quasi sehr gut dienlich sind. Ja, Kleiner. Ja, ja, ihr macht's doch gut. Außerdem habe ich jetzt gerade meinen Arkanistenfieber dadurch erhöht, weiß ich gerade gar nicht. Mana erhöhe ich auf jeden Fall langsam. Undi, du bist hinter mir, ne? Jo. Ah, da bist du. Oh, 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 nein, 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 nein. Eieiei. Was ist? Puh. Nicht ohne. Sag ich mal. Und ich finde diese Zeichen hier ganz schrecklich. Für, ja, die ganzen Symbole halt. Zeichensymbole, ja. Ne? Muss ich nichts zu sagen, ist das selber. Hallo. Oh. 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 Wolf, wieso hast du den gerade nicht angegriffen?
Ja, wieso würdest du nicht angegriffen? Dietrich. Wählt euch der Verzweiflung. Drei Lagruschen. Noch eine Truhe, eine Holztür. Da speichere ich lieber mal. Sieht irgendwie gefährlich aus. Hängemoos. Na. Na, die Schlammmorchel. Und der Hund ist weg. Und der Hund ist weg. Das ist nicht schlecht mit dem Hund. Das ist so ein Zauber, den kann ich glaube ich öfter nutzen. Ich bin eh jemand, der gerne schwarze Magie oder so nutzt. So. Also ganz ehrlich, wenn ich ändere irgendwann durch habe, ich werde als Fazit dieses Skill-System als interessant, aber als nicht so gut wie das klassische Skyrim-System ansehen. Nach Sonnenküste will ich jetzt nicht. Ist zwar vielleicht auch schön, dass das da ist, aber... Hundi! Ho! Hundi! Hundi! Ho! Hundi! Hundi, könntest du bitte... Hundi, Hallo! Hallo! Ach, komm ey. Manchmal bist du echt blöd, kleiner Hund. Ja. Nein, ich will immer noch nicht nach Sonnenküste. Wo stehst du denn da endlich? Bauplan für ein Eisenschild, ein Zirkel. Ja. Was haben wir hier? Eine krakelige Notiz. Ich habe euch armen Jungs aus der Mine eine kleine Verstärkung dagelassen, falls die Nächte mal wieder rau und lang sein werden sollten. Teilt sie euch gut ein. Ja, das sind drei Tränke, ne? Ein Sack Lauch. Ein bisschen Mehl. Ja. Ups. Noch mehr Schlammmorchel. Aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt unbedingt ein Schatz. Ich gehe jetzt gehe ich doch hier mal wieder raus. Nach Sonnenküste, das ist sehr schön hier gestaltet, finde ich. Puh. Ja, kommt da denn was? Aha. Aha, aha. Da hinten sind ziemlich viele Wölfe. Noch mehr Schlamm. Deswegen hat sich solche Art Ausgänge. Ich will eine Tür haben, wo ich eine Interaktion mit E haben muss. Mal Ladebildschirm. Danke. Genau da hinten sehe ich sie. Aber ich mache hier erstmal Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.